Heute besuchen wir das Mittelaltercenter in Gulje. Hier kann man mit allen Sinnen ins Mittelalter eintauchen und bei vielen Aktivitäten geradezu um 700 Jahre in der Zeit zurückreisen. Überall trifft man auf Männer und Frauen in mittelalterlichen Gewändern, von denen wir viel über das Leben in dieser Zeit erfahren. Wow. Hinterladen. Den Bau der Erkennung. Wood and wood is good. If I have a metal hammer, what so? Boom. Boom. Yeah. Gun. Funkel. Scheiße, Funkel. I don't like Funkel. Now, more black powder in number two? Yes. Yeah. More? Yeah. More? Yeah. More? Yeah. Unerklar. Unerklar in der. Bang. Gott, so skyder jeg nummer et for jer, og jeg skyder for jer. Shoot number one for you, because you come here today. It's for you. Don't shoot after you, but forward. It's very important. You have to put your fingers in your ears. No. Because it's very, very, very loud. Okay, take number one. Skyllers! Whoa! Whoa! Nach dem Besuch im Mittelaltercenter sind wir jetzt ein Stück weiter gefahren nach Allingen und stehen hier auf einem wunderschönen öffentlichen Parkplatz am Hafen. Mit Blick, haltet euch gut fest. Der Ausblick hier aufs Meer ist schon genial. Und hier drüben schauen wir direkt aufs Hammershus. So, neues Auto, neues Glück. Auch in diesem Auto kann man kochen. Hier sieht natürlich jetzt alles etwas anders aus. Ihr steht auf dem hervorragenden, selbstgebauten Möhrenstativ. Unter euch befindet sich Hackfleisch und eine Möhre. Die Vegetarier unter euch haben Pech gehabt, ihr müsst trotzdem auf dem Hackfleisch stehen. Wir haben heute das geniale Bornholms Mittelalterzentrum uns angeschaut. Den großen Zwerg hat das auch so viel Spaß gemacht, dass der jetzt immer noch am Schlafen ist. Da. Der kleine Zwerg, ja, weiß ich auch nicht. Der will wahrscheinlich wieder was essen. Und nee, spielen, ha? Huh? Ja, naja. Während die Mama die Dusche ausprobiert. Wir haben ja diese neue Raumdusche. Das heißt, ich kann nicht so richtig in der Küche arbeiten. Aber dann zieht man halt an den Tisch hier in der Mitte um. Ne? Funktioniert genauso. Man muss nur vorher dran denken, sich alles aus den Schränken zu holen. Weil man kommt nicht mehr an die Schränke. Und man muss dran denken, die Wasserpumpe anzustellen. Ach, und die Frau hat vergessen, die Wasserpumpe anzustellen. Guck mal, ich helfe ihr mal. So, jetzt kann sie auch duschen. Hast du auch das warme Wasser angemacht? Ja, gut. Ja. Was gibt es jetzt noch zu erzählen? Wir parken auf einem hervorragend genialen Parkplatz hier an einem Hafen. Den Ortsnamen kenne ich gar nicht. Aber man kann auf jeden Fall dort aus dem Fenster gleich das Hammershus sehen. Diese riesige alte Festung hier auf Bornholm. Mal gucken, ob ich es schaffe, heute Abend mit der Drohne da einmal drumherum zu fliegen. Heute habe ich auch die Akkus geladen und ich habe auch die fehlende SD-Karte gefunden. Genau.
Das mache ich dann aber erst, wenn die Zwerge schlafen, dann habe ich mehr Ruhe. Und davor bereiten wir jetzt eine Lasagnesuppe vor, weil hier wurde schon mehrfach jetzt Lasagne gewünscht. Und Lasagne ist ja jetzt so voll das Gericht, was man so im Campingfahrzeug kocht, ne? Aber Lasagnesuppe haben wir schon mal gemacht, das ist erprobt. Das wird jetzt also einfach vorbereitet. Gut, Leute, Video muss zu Ende sein, ich brauche die Möhre, die unter euch liegt. Bis später. Und hier das fertige Ergebnis, die Lasagnesuppe. Schaut komisch aus, schmeckt aber super lecker. Und vor allem kann man es in einem großen Topf kochen. Ohne Backofen. Die Burg? Heute brechen wir auf zu einer Wanderung hoch zum Hammershus. Genau. Wir müssen immer den braunen Männchen hinterher. Hoch zum Hammershus muss man auch etwas bergauf gehen. Aber insgesamt sind es nur 1,5 Kilometer. Wir gehen ganz langsam. Guck mal da vorne, da kann ich es schon sehen, da ist die Lücke, die ich gesagt habe. Hier kann man auch unser Auto sehen. Das parkt da drüben, wa? Thank you.
Wie lange haben wir jetzt hier hochgebraucht? 50 Minuten. 50 Minuten für 1,5 Kilometer. 1,8, okay. Aber mit viel Fotos und Videos. Das Hammershus, ganz im Norden der Insel, ist die größte Burgruine Nordeuropas. Sie liegt hoch oben auf einer Klippe und ist von einer 700 Meter langen Ringmauer umgeben. Das Hammershus wurde im 13. Jahrhundert erbaut und war bis ins 18. Jahrhundert bewohnt. Heute lädt die Ruine Besucher zu einer spannenden Erkundungstour ein. Die Besichtigung der Burgruine Hammershus ist absolut empfehlenswert. Das ist hier übrigens die größte Burgruine Nordeuropas. Und auch mit Kindern macht der Besuch, oder sogar gerade mit Kindern macht der Besuch total viel Sinn. Denn Ruine zu erkunden, die verschiedenen Räume anzuschauen, ist absolut klasse. Mama, wir haben 2 Highlights an einem Tag. Wir bleiben noch eine weitere Nacht im Hafen hier unterhalb vom Hammershus und genießen die Abendstimmung hier mit diesem wunderschönen einfahrenden Segelboot.